Servus Leute, willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 3. Hier, ich kann mich, achso, ne, da kann ich mich nicht umgucken. Da in die Mitte will ich nicht, weil da starke Viecher sind, glaube ich. Ich kann da lang. Kann da aber rundherum rennen. Will ich aber irgendwie nicht. Jedenfalls habe ich im letzten Part mich ein bisschen umgesehen. Ich habe gelevelt. Achso, da bin ich. Okay. Ah, die kämpfen schon wieder irgendwo. Ich habe aber keine Lust zu kämpfen. Eine Leiter? Hier? Ist er wahrscheinlich unter mir. Achso, achso, achso. So, dann muss ich da geradeaus weiter. Weil ich muss ja zu diesem roten Rufzeichen. Jetzt kann ich zu den Bäumen gehen. Du Mistvieh willst unbedingt wissen. Oh, Sander sieht echt geil aus mit den Schwertern. Aber die Waffen der silbernen Äpfel sind sowieso richtig cool. Trotzdem finde ich es irgendwie schade, dass man hier nicht dieses Klingsystem hat vom zweiten Teil. Also ja, man hat so ein ähnliches System, aber was mich eher daran gereizt hat, ist, wenn man jetzt so eine Klinge ausbrütet, sage ich schon. Also wenn man sie sich mit der Klinge synchronisiert oder ich weiß nicht, wie es hieß. Ihr wisst ja, diese Klinge erwecken. Und ja, das fand ich immer richtig cool am zweiten Teil. Das hat so eine Spannung, das ist wie wenn man quasi einen Rubbel losmacht. Und das ist meiner Meinung nach um ein Vielfaches besser als das hier, weil ja, hier gibt es auch andere Waffen, aber hier ist dieser Überraschungseffekt nicht da. Das finde ich ein bisschen schade. Tatsache. Ist so. So, der ist auch umgefallen. Ja, komm her! Brauche ich meine Synchro nicht mehr. Also bisher ist... Ja, ihr verwendet die Synchro, genau. Also meiner Meinung nach immer noch der zweite Teil der Favorit, aber das Spiel hier hat ja gerade erst begonnen, quasi. Ich habe keine Lust, Wölfe zu killen. Nein! Did you find something? Hmm? No. Just brings me back a bit. It reminded me of someone. Oh yeah? What is this? A Sophronia. I know that, but I've never seen one in such full bloom before. It's special. Huh? So, why give this to me? It's a treasure of mine. I'd like to go back someday. To where this was taken. It's a dream I have. Not that I have all that much time to spare. But soon. She was the one who taught me strategy, who taught me how to fight using the Mondo. Sorry. Not to worry. But why? Why did she show me that picture? I suppose she wanted to share it with you. The memory. Is that why she... You know, it's not unheard of. Huh?
These soldiers. Tyon. These are your targets, sir. Yeah. You'll handle it, right? And it's because they're consorting with enemy soldiers. If that's so, shouldn't we question them first? You're a hell of a stickler, aren't you? I could just go and do it the Kay way. Forget it. There's just no zest. This time, I'm gonna take a different angle. Consul? Let's do this, Izzard. Go on, spill it for me. Give me all your feelings deep inside. Safronia-Baum. In Safronia City mit Pokémon. Ja, eigentlich wollte ich zum Baum gehen, aber gut. Na ja, eine Cutscene, deswegen konnte ich da nicht hin. Da oben ist so ein Äther-Dings. So viel Erfahrung. You know what Manana just told me? She said that in the night, the trees wake up and start to wander. No, no, not listening, can't hear a thing. Was? Hat Juni Angst vor wandelnden Bäumen? Ich glaub das doch nicht im Ernst, oder? Oh Mann, Juni, du bist schon drollig irgendwie. Jedenfalls werde ich jetzt euch platt machen. Ja, wir haben die Cutscene gesehen mit diesem Konsul da. Und ich glaube, der was zu sehen war, gehört wahrscheinlich zu dieser, wie heißt die, Eiskalte Alexandra oder Eiskalte Alexandria? Ich muss gleich nochmal gucken. Ich glaube, der Name kam schon. Oder kaltblütige Alexandria. Ich guck gleich nochmal. Und ich glaube, der von gerade eben, der ist hier quasi, untersteht ihr quasi und... Es könnte sein, dass sie die Waffe für Tyon ist, also so wie, ey, ja geil nochmal, so wie Ethel am Anfang, also so wie Noah am Anfang Ethels Waffe nutzen konnte und hier Lance am Anfang Valdis Waffe nutzen konnte, so kann Tyon wahrscheinlich die Waffe von Alexandria am Anfang nutzen. Da! Ich muss noch mal gucken, wie sie heißt. Das wollte ich nicht. Da. Eiskarte Alexandria. Hier, also die ist wahrscheinlich das Outfit, für, also hier die Waffe und Outfit für Tyon von Anfang an. Handwerksmeister Valdi. Silberne Äpfel. Die ist echt cool. Die gefällt mir. Das ist unser... So, die befetzen sich. Wo ist denn genau Kolonie 9? Wo befindet die sich? Hier? Ich kann nicht hier hinreisen, das ist das Problem. Ich würd's gern, aber... Heimatgefühle. Vielleicht muss ich quasi zu Fuß hingehen. Moment, Karte. Okay, Safronia bauen. Gut, ich kann mich hier jederzeit hinporten, das heißt, ich werde jetzt... will ich doch. Da muss ich eben zu Fuß hingehen. Warum hast du das jetzt gesagt?
So, zurück. So. So, so kommen wir zurück. Aber ist gut, weil dann werde ich jetzt quasi Backtracking machen. Hoffe, es stört keinen. Falls doch, sorry, ich hab Bock drauf, also Pech gehabt. 30. Shit. Warum habt ihr so eine verdammt hohe Stufe? 22. Ja gut, mit den Tieren hier könnte ich mich anlegen. Moment, ich habe 28, oder? Das war falsch. Ja. Find's auch schön, dass die Musik hier weitergeht. Okay, Mio hat bald Level Up. Tyon hat Level Up, okay. Also hier Rang, meine ich. So, du hast 2 auf 10. Du könntest die Äffelschwerter nutzen. Du bist auf 8. Schauen wir mal. Du bist auf 9. Wie viel fehlt noch? Ein bisschen. Dann könnte ich euch beide quasi tauschen. Gut, dann machen wir ein bisschen weiter. Welches Level hast du? 23, ja, es geht in Ordnung. Dein Wasser ist irgendwas. Gut, dann mache ich erstmal Mücken platt. Boom. Weil mir geht es jetzt erstmal darum, dass Mio ihre Waffe levelt. Das war schwach, aber macht nichts. Oh, ein Glückstier. Ey, wo ist die MVP? Ey, ich bin der geile Lance. Hallo, greif an. Egal. Ja, danke. Was hatte ich denn gerade anvisiert? Diese Viecher da im Wasser? Wenn ich in letzter Zeit bloß nicht so gestresst wäre. Deswegen bin ich froh, dass ich hier ein bisschen aufnehmen kann, um mich zu entstressen. Vor allem bin ich eigentlich nur deswegen gestresst, weil zu viel Arbeit, zu wenig Zeit, um... zu wenig Zeit, um zu rendern. Zu wenig Zeit zum Hochladen. Und was auch schlimm ist, zu wenig Zeit, um Coldy Streams nachzuholen. Und wie gesagt, weil er sie nicht speichert, habe ich da nur noch mehr Stress. Denn würde er sie speichern, dann hätte ich da keinen Stress. Aber das kennt man ja schon. Ich frage mich vor allem, warum die Tiere hier jetzt alle stärker sind. Oh nein, Senna! Ich muss sie retten! Boom, verpiss dich, du! Was auch immer du sein magst. Sieht aus wie in so ein Kapaloris-Verschnitt. Champion, welches Level hast du denn? 14. Habe ich gegen dich schon mal gekämpft? Ich glaube nicht. Circe die Wandernde. Circe ist, glaube ich, irgendeine Hexe aus einer griechischen Mythologie. Ich glaube, gegen die habe ich schon mal gegen die habe ich noch nicht gekämpft, sonst wäre da ein Grabstein. Also machen wir jetzt Circe platt. Bam! Ich habe dir ein Bein gestellt, du Storch. Ich glaube, hier ist die Musik ein bisschen anders. Im Vergleich zum anderen Gebiet. Oh, Circe wird vermöbelt. Tralalalala. Und gut, ich bin ja auch overlevelt im Vergleich zu dem Vieh. Ich kann mich auch rollen. Ja. Ein Salto noch. Boom. Was macht er da? Was hast du da getan, du Geier? Geiersturzflug. Bam. Das Schöne ist, Waldi ist auch mit dabei. Aber ich glaube, mehr als... Also noch eine Figur kann ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr bekommen.
Damit. Was, ihr kämpft gegen andere Vögel? Warum kämpft ihr gegen andere Vögel? Ja! Boah, weggebumst. Boah, ich walze euch platt mit meinem Hammer und mache auch solch Bratspieße. Talent gemeistert. Noah. Frage ist nur, welches Talent? Talent ist rankt. Ja, Mio hat fast Talent. Salz in die Wunde. Das da, Ätherfähigkeit. Das mit dem Talent verstehe ich noch nicht so ganz. Jedenfalls möchten wir jetzt das da vorne haben. Das ist ein seltenes Item. Wir rennen aber ganz schön im Wasser. Mio, dein Rock. Sag mal. Ich meine, der Rock wäre theoretisch gesehen nur knapp überm Wasser, aber bringt trotzdem nichts. Er ist trotzdem nass. Vor allem, das muss ja echt unangenehm für Mio sein, weil die trägt ja eine Strumpfhose. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn man eine nasse Strumpfhose trägt, dass das angenehm ist. Ich meine, ich trage keine Strumpfhose. Ich bin ja... Nee, wenn ich sage, ich bin ja keine Frau, dann klingt das irgendwie negativ, aber... Technik gemeistert, jawohl. Weil... Moment, heißt das, du hast jetzt... Genau. Weil ich will jetzt nicht negativ klingen, aber... Normalerweise trägt ein Mann keine Strumpfhose. So, du hast das und du hast das. Das heißt, wenn ihr beide tauscht... Dass du das Ding tragen kannst. Eigentlich schade, dann sehe ich deinen Rock nicht mehr. Weil er ist irgendwie stylisch. Oh, ich kann schwimmen. Lalala. Na gut. Kümmern wir jetzt erstmal darum. Wobei, wenn sie Äffels Umhang hat, dann sieht man ihren Rock auch nicht. Nein! Diese Klamotten sind alle anti-Mio-mäßig. So. Hoch, hoch. Und das da will ich haben. Das hier will ich haben. Karo-förmiges Fragment. Keine Ahnung, wofür diese Fragmente gut sind. Ich habe schon kartoffelförmiges Fragment gelesen. Ja, kartoffelförmig. Kann sein, dass ihr alle anders schwimmt. Ne, Noah, Tyon und Junior schwimmen gleich. Mio schwimmt gleich. Lance und Dingens hier. Senna schwimmen anders. Und wie schwimmt Waldi? Moment, ich kann... Ich wollte gerade sagen, ich kann doch tauschen. Ich weiß zwar nicht, ob ich als Waldi rumrennen kann, aber... kann mal als Waldi, wenn ich mit Waldi rumrennen kann, kann ich mal versuchen, mit ihm zu schwimmen. Wenn dieses Fieder sich nicht einmischen würde. Dieser Dreh- und Drehschlag ist so cool. Oh, Senna kriegt auf die Schnauze. Was machst du da, Egelsam? Nee, Unmacht. Ich muss mich anders hinsetzen. Ich bin so kaputt. So, gucken wir mal. Kann ich... I'm the girl with the gun. Mio, Senna. Nee. Okay, das heißt, Waldi schwimmt... Wie schwimmt Waldi? Nur mit den Beinen. Ah. Okay, ich verstehe. Ich bin so weit von meinem Mikro weg. Oh, jetzt bin ich wieder nah dran. Es ist irgendwie so ein Reflex. Ich meine, bei The Witcher 3 habe ich versucht, das Mikro direkt vor meiner Schnauze zu haben. Und zwar quasi im kompletten Mittelpunkt. Das Problem an der Sache ist, es hat dann nicht nur im Monitor verdeckt, nein, es ist auch immer wieder nach unten gesunken. Also sprich, es ist nicht in der Position geblieben, in der ich es haben wollte. Das ist wieder so ein Champion. Da liegt eine Leiche, die ich erlösen werde. Den Champion mache ich platt. Du da! Sag mir, wie du heißt und ich werde dich vermöbeln. Sag mir, genau. Egal, ich mache dich alle. Du hattest Zeit genug zum Antworten. Aber er antwortet nicht. Liegt vielleicht daran, dass er ein Tier ist und nicht antworten kann, aber es ist mir egal.
Vermöbel ihn. Booms, der hat gesessen. Na gut, ich bin ja auch 3 Millionen Level über dem. Yay. Ja, mit dem Zeug. So. Oh, da ist so ein Jasma-Ding. Oder so. Ich frag mich, ob ich da einfach so reingehen kann. Geht's? Ja, es geht. Warum? Weiß ich zwar nicht, aber es geht. So. Hier habe ich noch gar nicht weiterentdeckt. Hier ist ein Gegner, ein kleiner, den lasse ich in Ruhe. Das kann ich einsammeln. Ist hier noch irgendwas Verdächtiges? Da unten. Ne, sieht nur so aus. So, jetzt sollte ich da entdeckt haben, oder? Ja. Achso, da geht's auch noch lang. Gut, dann werde ich da lang gehen. Ich wollte jetzt eigentlich skippen, dass ich da nicht zu Fuß hinrennen muss, aber es gibt ja 1000 Wege hier ins Gras zu beißen. Nee, es gibt 1000 Wege hier, die man entdecken kann. Ja. Die Gegner hier sind zum Glück relativ schwach, das heißt, ich kann an denen problemlos vorbeirennen. Oh, 24. Ihr seid doch genau mein Niveau jetzt. Das heißt, es ist sogar halbwegs intelligent, dass ich jetzt hier bin. Bam! Oh, mein Hammer hat verfehlt. Aber jetzt kommt der geilste Move. Bums, bums! Toll. Gut, dann packe ich jetzt die dicken Geschütze aus. Hässliche Fledermaus, ich mag die alle. Ich sehe aber nichts. Doch jetzt sehe ich was. Zack. War es das? Ja. Spektakulär. Megakröte. Bam. Und gleich verwandeln. Was ist denn das da hinten? Achso, nee, das ist mein... Prinzessinnen-Unkor? Ne, das ist über dir. Irgendwie wirkt der Move nicht so wirklich. Oder du hältst einfach zu viel aus, du Krötenprinzessin. Komm, ein Schlag noch. Ja, super, aber okay, du bist tot. 23, okay, da geht's auch lang. Zwei Wege. Ich werde den Weg da lang gehen. Nicht den, den da. Und ich werde euch platt machen. So. Vielleicht gibt es hier geile Sachen, die ich finden kann. Im zweiten Teil mochte ich es ja auch, mich überall umzugucken, weil im zweiten Teil, der war ja echt genial. Nach wie vor eines der besten RPGs, die ich gespielt habe. Oh, der hat gesessen. Du Krötentier. Ja, komm, eins halt noch, komm! Gut, der hat noch gesessen. Das war essentiell wichtig. Ich weiß aber nicht, wie viele Folgen ich heute aufnehmen werde. Ich hatte eigentlich vor, heute richtig viel hochzuladen, damit ich da wenigstens nicht mehr hinterherhinke. Aber das Problem an der ganzen Sache ist, bei dem Spiel hier hinke ich ja hinterher. Was... Ja, super. Da! Bei dem Spiel hier hinke ich ja hinterher, was Aufnahmen angeht. Und wenn ich die Zeit hätte, müsste ich an einem Tag irgendwie 10 Folgen aufnehmen, aber es geht leider nicht. Weil es, zeitlich nicht passt und tagsüber gibt es so viele Störungen und das Spiel dauert so lang zum Rendern, also ja, zum Rendern auch, aber es dauert so lang zum Abspeichern. So. Was ist das letzte, was ich? Dunkeltraube. So, hier ist auch noch irgendwas. Hinten im Weg. 24. So ein Ätherkanal, gut. So, dann Champion. Da gibt es wieder viele Tiere zum Töten. Komm her. Boom. So, und gleich nutzen.
weiß immer noch nicht genau, wie ich die Angriffskette füllen kann. Das mache ich mehr oder weniger noch durch Zufall. Ja, wenn ich ihm gebe. Wenn der Endschlag da nicht wäre, dann wäre diese Technik so geil. Also nur diese vier Schläge, das wäre dann so eine geile Technik. Naja, ja, komm. Zack, 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 zack. Zurückverwandeln. Gut. Senna, oh Gott. Das sehe ich jetzt erst. Was ist denn hier los? So viele Gegner. So viel Verwirrtes. Verwirrtes. Bäm, mit meinem Mega-Hammer klopp ich dich nieder. Aber hier, ich habe auch noch eine Schusswaffe. Er ist tot. Ah, leider muss ich noch mehr Viecher vernichten. Was? Besuche die genannten Ziele. Ja, Kolonie 9. Das werde ich beim nächsten Mal machen. Das war Xenoblade Chronicles 3. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch.